das Institut noch arbeitet. Ja, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir müssen zum Proctor Ingram. Das geht, glaube ich, hier rüber. Und dann müssen wir in die Station runter, in den Flughafen. Nach der Erkundung des Instituts haben wir endlich einen Bericht aus erster Hand über diese Einrichtung. Von der ist sie. Frau ohne Beine. Ich wette, du bist ganz wild darauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxon darüber erzählt? Nix. Wozu die ganze Geheimhaltung? Wir stecken alle verfügbaren Mittel in das Ding und wir können nicht riskieren, dass das Institut davon erfährt. Im Moment ist es besser, dass so wenig Leute wie möglich davon wissen. Komm, hier lang. Sofern du nicht blind wie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben nach etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Die Pridwin ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. Bauen die einen großen Zerstörer oder was? Bauen die? Was ist denn das? In diesem Lagerraum sind die Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der der Bruderschaft je zur Verfügung stand. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Kein Problem. Ich bin sicher, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich wünschte, ich hätte deine Zuversicht. Denn das wird sicher nicht leicht. Okay. Die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Bestimmt ein AMD-Prozessor. Warum haut der Strom die CPU raus? Liberty Prime hat ein hochkomplexes Energiesystem. Ein Großteil dieses Systems wurde beschädigt, als er explodiert ist. Ich arbeite also praktisch blind und muss selbst Bauteile entwickeln. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Wenn du sie dazu bringen könntest, hier runterzukommen und uns zu helfen, kriegen wir den großen Kerl vielleicht in Gang. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Wie du wohl als Roboter aussehen würdest. So, wo ist denn jetzt Lady? Die ist doch wieder oben auf dem Schiff, oder? Oh, ich müsste noch ein bisschen Ausrüstung ablegen. Achso, ne, das war Steuerkonsole müssen. Da waren die Mannschaftsquartiere und das ganze Zeug. Maschine 3 macht das Hauptdeck. Sämtliches Personal. Forschungspatrouillen sind ein wesentlicher Teil unseres Einsatzes hier im Commonwealth.
Soldaten der Bruderschaft, die noch keiner Forschungspatrouille zugeteilt wurden, sollten sich unverzüglich bei Proctor Quinlan melden. Da war der Doc, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gute Arbeit, Dr. Lee, wieder zurück zu uns zu bringen. Also, brauchst du was? Ja. Lass mich sehen, was du hast. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. Die brauche ich. Die nehmen wir. Taktisches Kampfgewehr. Verbesserten Zielsicher. Oder 24er Schaden, das ist ja ein kalter. Da doch mal ein. Wo ist denn die andere? Kampfgewehr. Ah, das war das Schnellfeuerding, oder? Wurscht. So, was haben wir? Den brauchen wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Okay. Die verkaufen wir. Schmeißen wir weg. Was ist damit? Brauche ich das noch? Ich habe gar nicht so viel geladen, aber wieso habe ich denn so einen hohen... Wahrscheinlich die ganze Schrott, den ich mittrage. Was brauchen wir denn hier eigentlich? 308er vielleicht? Ja, das war's erstmal. Ja, wahrscheinlich den ganzen Schrott irgendwann mal loswerden. Dr. Lee? Wenn du hier bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden, dann vergiss es. Wieso hast du es dir anders überlegt? Ich habe es mir nicht anders überlegt. Ich habe dir versprochen, dass ich zur Bruderschaft zurückkehre. Und das Versprechen habe ich gehalten. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe nur gesagt, dass ich zur stählernen Bruderschaft zurückkehre. Und das bin ich. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass ich an Liberty Prime arbeiten soll. Das ist mir mit der Bruderschaft schon einmal passiert. Warum sollte ich denselben Fehler nochmal machen? Wenn nicht für die Bruderschaft, tu es für Dr. Virgil. Ohne dich schaffen wir das nicht, Doc. Was sie Dr. Virgil angetan haben, war grausam. Es war falsch. Wie konnte ich nur so blind sein? Du weißt wirklich genau, was du mir sagen musst. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Na, das hört sich doch gut an. Gib mir ein Lasergewehr und meine Powerrüstung. Dann nehme ich es mit der ganzen Welt auf. Mhm. Was hast du erwartet? So, jetzt dackeln wir wieder runter. Das hätten wir ein bisschen gescheiter lösen können. Das sind eher Geier. Da müssen wir raus. Ja. Tipps von einem Türsteher. So, jetzt kommen wir runter. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir als nächstes da unten machen müssen. Hm.
ist irgendwo anders. Ah, da oben. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Proctor. Tja, das ist doch mal ein guter Start. Oder nicht, Doktor? Das hoffe ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Das heißt für uns? War es ein Fehler, sie um Hilfe zu bitten? Nein, keine Sorge. Wir mögen uns vielleicht nicht besonders, aber wir bekommen das hier schon hin. Außerdem ist Dr. Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Klingt sinnvoll. Es werden starke Elektromagneten nötig sein, um seine Arme und Beine zu bewegen. Ganz genau. Du überraschst mich immer wieder. Und dafür sollst du uns die Aktuatoren bauen. Selbst wenn du weißt, wozu die Aktuatoren dienen, musst du trotzdem wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das Einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagneten zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt 4 Stück bauen. Viel Glück. So. Ich schreibe mir das gerade mal auf, was ich machen muss. Weil ich denke, ich werde jetzt die Folge erstmal unterbrechen, weil das wird jetzt wieder so eine Submission sein bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und das werde ich euch nicht antun, sondern ich möchte euch dann eher das Ergebnis präsentieren. Also dann würde ich sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen. Wobei, wir haben 12 Minuten. Vielleicht hänge ich die Folge noch hinten dran. Das werden wir dann sehen. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.